Und einer weiteren halben Stunde, in der wir ein weiteres Bildchen öffnen in unserer, weiß ich nicht, wo sind wir hier? Bei Oma. Oh, wir haben, das sehe ich jetzt erst, ein weiteres, einen kleinen Orden bekommen, aber auch hier einen kleinen, oder war das vorher schon? War dieser Fotofetzen in diesem Bilderrahmen auch vorher schon? Ist mir zumindest nicht aufgefallen. Man schaut sich hier die ganze Zeit Fotos an und erfährt wahrscheinlich das Leben eines kompletten Ehepaares. So habe ich das jetzt einfach mal ganz idiotisch gedeutet. Und hier ist auch die Krabbe, die uns so genervt hat. Ah, hier ist sogar der Moment, hier ist das Fischlein. Ich hoffe, dass es nicht ein trauriges Ende nimmt. Ich hoffe, dass es nicht die Geschichte eines, weiß ich nicht, eines Ehepaares ist, was irgendwann eines schrecklichen Todes gestorben ist, zum Beispiel. Oder dass Jarni irgendwann verbrennt. Oder sich opfert für, weiß ich nicht, jemand anderen. Oh, wir haben immerhin 2 von 5 Geheimnissen gefunden. Und hier haben wir noch das Bärenmoor. Hier rechts geht es, wie gesagt, auch noch weiter, aber nur mal kurz, um zu gucken. Ich nehme an, da kann man immer noch nichts. Nein, kann man immer noch nicht hin. Ab ins Bärenmoor. Und ich trinke mal einen Schluck. Warum laufen, wenn man auch schwingen kann? Ich wette, hier könnte man, ach, man kann es eigentlich mal ausprobieren, sich auch hochkatapultieren und oben ein Geheimnis entdecken, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht muss ich auch letzten Endes hoch. Na, da leuchtet nichts. Ist immer ein schlechtes Zeichen. Na, kann ich hier... Ah. Nee, ich dachte... Ein Stockwerk höher. Ne, geht nicht. Na gut, dann mache ich das anders. Ah, ich nehme auch an, man muss hoch. Man hat gar keine andere Wahl. Ich würde jetzt gerne... Warum geht das nicht? Einfach auf den Ast draufsteigen. Naja, so geht's auch. Okay, hier muss ich vielleicht eine kleine... kleines Trampolin bauen. Nee, nicht da. Nicht bei dir. Höher. Okay. Bis in die obersten Wipfel. Was war das? Oh Gott, das wollte ich gar nicht, aber es sah cool aus. Ja, habe ich jetzt ein bisschen Seil verdödelt, aber so viel Seil muss sein. Ich wette, es macht am Ende nichts aus. Schnitt. Okay, hier links ist noch so ein Medaillon. Interessant. Wo geht es weiter? Okay. Oh, hier. Na gut. Ging es doch rechts weiter, nämlich. Oder ist es die Stelle, wo ich war? Sieht anders aus. Kannst du nicht? Nee.
Ah, hier hört's auf. Hier hört mein Garn auf. Okay, vielleicht, wenn ich dich hier festbinde. Es geht leider auch nicht mehr. Na, sammel wieder ein. Vielleicht war das jetzt wirklich die paar Fehler, die ich gemacht habe. Vielleicht haben die jetzt wirklich dafür gesorgt, dass ich da nicht mehr nach rechts kann. Aber eigentlich muss ich hier oben ja auch nicht mehr sein. Ich habe ja alles eingesammelt. Dann löse ich mal meine Fesseln und spare mein Garn. Wie eine alte Hausfrau. Ihr kennt das gar nicht mehr. Ich habe früher noch Flicken auf meine Hosen bekommen, wenn da Löcher drin waren. Wobei heute ist es vielleicht wieder in. Wer weiß das schon. So, das haben wir. Jetzt müsste... Ja, nur jetzt komme ich ja nicht mehr dahin. Ach doch, das müsste ja eigentlich. Klar, kann ich einfach laufen. Da ist es. Extra Portion Wolle. Ah, nein, nicht ertrinken. Oh, das war knapp. Ich nehme an, ich muss das Holzstückchen da irgendwie wegziehen. Oh, geht sogar noch leichter. Okay. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das noch mitnehmen muss, weil es vorne ja auch so eine Möglichkeit hatte, mit der Wolle verbunden zu werden. Aber vielleicht, ja, das kommt gleich, nachdem wir hier alles geöffnet haben. Toll. Okay. Wie kriege ich dich? Hätte ich dir vorher etwa etwas anbinden sollen? Ist es so? Nee, wir lassen das Wasser ab. Ah, okay. Ich muss auch mal die Geräusche und generell die ganze Musik und Soundkulisse habe ich ja schon gelobt, aber auch die Geräusche muss ich loben, weil das fühlt sich alles irgendwie echt und richtig an. So, hier binde ich auch mal fest. Ich weiß nicht genau, ob das noch relevant wird. Und runter mit mir. Nein, war doch alles richtig. Bleib da oben. Okay, was ich jetzt machen müsste, ist das Seil einholen. Dazu muss ich hier das wieder losbinden. Jetzt hole ich das Seil ein. Und dann müsste das Ding ja ein bisschen näher kommen. Aber irgendwie macht das nicht. Ja, doch. Ja, wenn man so ein bisschen wackelt. Ah, nein! Nein, 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 nein! Naja, geht ja so auch. Machen wir dich kurz runter. Ist ein bisschen schwierig, weil ihr natürlich beide Hände sozusagen mit LNR bedient und das immer auch durch dieses Wellenartige der Wolle immer ein bisschen dauert, bis man rafft, ob es gerade irgendwie Wirkung zeigt, was man macht oder nicht. Okay, so, jetzt habe ich das mal los. Nee. Okay, ich schau mal kurz, was ihr sagt. Ich habe Simon hat den Faden verloren. Ja, das könnte ich sogar bestätigen. Okay, wie komme ich da hin? Ich muss nur springen, aber ich traue mich nicht. Wenn ich jetzt springe, ganz sicher wird das nicht funktionieren. Deswegen, aber warum kann ich das nicht einholen? Ich drück doch L. Beweg dich. Er macht ja die Bewegung, aber so richtig macht das dann doch nicht. Und wenn ich von dem Ding runtergehe, ah, jetzt macht das. Vielleicht stand er auch einfach nicht richtig. Mehr. Mehr noch. Vielleicht geht's. Ich hab das Gefühl, es geht nicht weiter als hier. Okay, dann binde ich das hier fest. Das ist ja abgefahren, okay. Das funktioniert ja. Wer hätte das gedacht? Na gut, es funktioniert nicht hundertprozentig, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich ziehe noch mal ein bisschen. Ah, nein, 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 ich ertrinke. Okay, vielleicht, wenn ich mich an das Ding dranhänge.
Ich werde schon... Oh Gott, ich sterbe gleich. Oh. Spring! Spring! Nein! Oh nein, diesmal ertrinke ich aber sicher. Nein! Nein, nein, ist mir klar! Oh nein! Nein, nein! Jani! Jani! Warum, Jani? Du hast mich allein gelassen. So, diesmal kriegen wir es hin. Was schreibt ihr? Hebel mit Punkt darunter verbinden. Das hatte ich ja gemacht eben. Aber irgendwas war noch nicht in Ordnung. Oh Gott, ich hab zu bisschen zu früh hätte ich nicht reinspringen sollen. Okay, aber ging noch. Oh. Hör doch mal auf, immer nach rechts zu schwimmen hier. Du gehörst hier nach links zu mir. So, jetzt müssen wir kurz überlegen. Ich binde das Ding erstmal hier fest. Und das ist am sinnvollsten. Hat er wieder nicht gemacht. Oh, jetzt. Und jetzt hänge ich mich da oben dran. Das ist aber nur zum Hochkommen. Weil ich will eigentlich euch verbinden. Es ist mehr oder weniger jetzt gerade noch Experimentierphase bei mir. Hm. Erst runterspringen, dann Hebel ziehen, ja. Das war das, was ich letztes Mal versucht habe, kurz bevor ich gestorben bin. Dann drücke ich L und es kommt Wasser, aber eben nur bis zu einer gewissen Stelle. Mach die Kurbel an dem darunter fest. Ja, stimmt, das ist auch eine gute Idee. Dann muss ich jetzt aber echt nochmal warten, bis ich... Oh, praktisch. Bis das Holz näher kommt. Ja, jetzt. Das ist gut. Jetzt muss ich nur immer noch dahin kommen. Nee, so schon mal nicht. Also ich habe auf jeden Fall irgendwas gebaut. Ich habe es nur, glaube ich, irgendwie in der falschen Reihenfolge gebaut oder so. Aber ich habe was geschafft. Ich könnte nur nicht genau sagen, was eigentlich. Es ist auf jeden Fall anders. Komm jetzt, mach das Ding mal ab. Und dann gucken wir nochmal. Oh, jetzt hat es wieder angemacht. Abmachen und nach links. Ah, nee. Was sagt ihr? Nicht ertrinken. Ihr könnt gerne mir jetzt mal einen Tipp geben. Nee. Höre ich gerade nichts. Okay. Was will ich eigentlich? Ich will Wasser reinlassen und auf das Ding hüpfen, während es nach rechts transportiert wird. Losbinden wieder. Erst unten, dann oben. Holz nicht festbinden. Echt? Okay, probieren wir das. Bin jetzt in der Phase angekommen, wo ich eure Sachen ausprobiere. Holz nicht festbinden. So. Okay, gucken wir mal. Ah, okay. Vielleicht einfach. Bin gerade jetzt. Ich kann natürlich nicht gleichzeitig immer in den Chat gucken. Aber so könnte es doch vielleicht auch funktionieren. Vielleicht guck gleich in den Chat, sobald, wenn das jetzt nicht klappt, dann machen wir das mal. Hm, was sagt ihr? Holz in die Mitte ohne Schnur, dann Hebel an Mauer festmachen. Ja, aber wenn ich... Ja, muss ich mal gucken. Ich muss halt dahin laufen. Ich muss quasi an dem Ring links sein, um es festbinden zu können. Da muss ich mich jetzt... Komm, Holz. Warum will das Holz nicht? Ah. Okay, so wird was draus. Jetzt, wie komme ich vorne ran? Ich könnte das schaffen. Okay. Eigentlich will ich das gar nicht. Nein, 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 das wollte ich nicht. Das war ein dummer Fehler. Ich will doch dahin. Ich will zum Ring. Okay. Boah, es ist echt ein Gefrickel auch gerade. Aber wir kommen näher der Lösung. Nein, das war ja falsch. Wir wollten ja eigentlich... Ich weiß, wir wollten ja eigentlich von unten den Hebel benutzen. Oh, alles zurück. Na, 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 na.
Die Wunder der Physik. So. So will ich's haben. Oh, schon wieder nicht. Nee, ich will eigentlich runter. Oh, ist immer leichter, wenn man zuguckt, als wenn man den Kram selbst bedienen muss. Obwohl ich echt sagen muss, an der Steuerung liegt's nicht. Die Steuerung ist sehr schön intuitiv und alles eigentlich ist sehr Sahne. So, oben festmachen. Okay. Mann. Und dann von unten ziehen. Aber dazu muss jetzt hier erstmal wieder das Wasser weg. Okay, Leute, ihr könnt mir gerne Tipps geben. Beleidigungen sind nicht hilfreich. Also sind nicht, nee, sind wirklich nicht hilfreich. Das Holz muss festgebunden werden. Eben gerade habe ich noch das andere gelesen. Hebel an Stein festbinden. Ja, das hatten wir auch schon. Haben wir jetzt also hiermit gemacht, aber das bringt uns leider nichts so, auf die Art meine ich jetzt. Wir waren ja eben schon so weit. Wir kamen nur nicht an diesen Stein ran. Mach ich das, binde ich erst nochmal los und gehe unten aufs Holz und dann bringen wir erst nochmal die Situation hin, die wir vorhin schon hatten. Hebel. So. Nein, 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 nein. So, Hebel, zieh. Vielleicht jetzt. Dann muss ich echt fragen, was hier zum Teufel eigentlich gerade los ist. Erstens Mauer, zweitens Hebel. Ah, vielleicht so rum. Okay, probieren wir es mal so rum. Ja, stimmt, wie ein Flaschenzug. Hey, nein, hör doch jetzt auf, du sollst nicht da einfach nur... Ah, das ist jetzt gerade knifflig. Ich komme ja nicht hoch, ohne an dem Hebel zu ziehen. So muss es gehen. Okay. Abgebunden jetzt. Gewartet. Festgebunden. An den Hebel. Aber hier jetzt festgebunden ist doch auch wieder so. Naja, bringt uns jetzt auch nicht so viel. Ich komme ja nicht zum Holz. So, ich gucke weiter in den Chat. Alle nur noch Hebel und Holz. Hebel an die Mauer ziehen und anbinden. Naja, das haben wir jetzt hier. Okay, Moment. Hier habe ich jemanden. Der hat es mir sogar mit einer Nummerierung. Am Stein festbinden, habe ich gemacht. Auf den Hebel springen, wenn der Hebel unten ist, auf dem Hebel stehen, dass sie den Hebel festbinden, das habe ich ja gemacht. Wasser kommt dauerhaft raus. Drittens, auf das Holz springen. Ja, geht halt nur nicht, ne? Siehst du selber. Wenn es so einfach wäre, das hatten wir ja eben schon. Ich muss irgendeinen Schritt noch machen, um das Holz vorher auf meine Seite zu kriegen. Vielleicht bin ich aber schon auf dem richtigen Weg. Ihr könnt gerne noch weiter tippen, aber die Tipps müssen dann ja auch schon funktionieren. Okay. Ich springe wieder runter und hole das Holz. Wir haben eh nur noch, macht euch keine Sorgen, wir haben eh nur noch 11 Minuten. auf die eine oder andere Art ist es bald vorbei. Okay. Ihr sagt, es geht um Schnelligkeit. Direkt auf das Holz springen. Holz nach links ziehen. Erstens Holz, zweitens Mauer, drittens Hebel. Das ist gar nicht so einfach, euch allen zu folgen, wenn ihr so viele Sachen sagt. Erstens Holz, zweitens Mauer. Das wäre wieder eine andere Reihenfolge, aber warum nicht? Kann man auch gerne mal probieren. Aber das ist ja so ein bisschen auch die ich am Anfang hatte. Holz, Wand, ist schon durchaus etwas, was ich schon mal hatte. Vielleicht habe ich euch falsch verstanden, aber man kann es ja mal probieren. Naja gut, so hat es nicht geklappt. Aber es ist, könnte... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das jetzt so funktioniert, aber man kann es ja mal probieren. So, jetzt muss ich nur noch nach rechts kommen. Aber wie? Nee, das hat so nicht geklappt. Wenn ich jetzt vielleicht das Seil abmache. Ja, ja. Eine Ziffer, die ist lustig, wenn man weiß, dass man erst an das Holz und dann an den Stein und dann oben an den Hebel dran. Dann ist eine Ziffer lustig. Ja, vielen Dank für eure Hilfe.
seien wir mal ehrlich, ihr habt jetzt ja auch schon alle unterschiedlichen Kram geschrieben, ne? Wir haben jetzt, also das wisst ihr selber, wir haben jetzt gerade drei verschiedene Varianten durchgenommen, die ihr alle gesagt habt, während ihr gleichzeitig gesagt habt, dass ich ja keine Ahnung habe. Also hatet euch doch untereinander. Das wäre mir mal irgendwie ein Gedicht. So. Aber natürlich habe ich mich auch dumm angestellt, aber so ist das halt. Es ist ein schwieriges Spiel, es soll ja auch Spaß machen. Aber was ist denn hier jetzt mit dem Stein? Nach diesem Rätsel kommt direkt das nächste scheinbar. Okay, hier komme ich echt nicht lang. Na gut, dann nehme ich das Holz mal mit. Kann ich das Holz mitnehmen? Oder ist es wirklich... Geht das Rätsel vielleicht noch weiter? Hör auf! Oh, beinahe wäre reingefallen. Hm. Ich würde schon gerne mitnehmen, das Holz. Ah. Und wenn wir jetzt loslassen? Nee. So halt. Nehme ich dich einfach so. Brauch kein Seil dafür. Das könnte genau der fehlende Sprung sein. Ja, jetzt geht's. Es läuft doch. Vielleicht. Ist schön, bringt aber nichts. Oh, da ist noch ein Stein. Scheiße! Überrollt! Kann mal einer mitzählen und auf welche fiesen, gemeine Art ich jetzt schon gestorben bin? Vom Stein überrollt, ertrunken, von der Krabbe gegessen, vom Stein überrollt. Okay, jetzt gehen wir hier nochmal ganz vorsichtig vor. Hört's auf, Stein, überroll mich doch bitte nicht. Ich glaube, ich heb mir das Garn jetzt auch mal auf. Jetzt werde ich irgendwie... Garngeiz ist geil, aber nee, da kann ich nichts machen. Da hört es dann immer auf an der Stelle, wo so ein Nagel im Boden ist. Ah, oh, komm, du springst gut. Jetzt nur noch... Jawohl. Oh, wir haben nur noch 8 Minuten. Oh, aber ich glaube, mit ein bisschen Glück kriegen wir den Level noch fertig. Moment, da war doch links was. Habe ich direkt gesehen. Oh, Fehler! Ja, ja, habe ich gesehen, Regie. Wie ihr versucht habt, mein Gesicht der Schande einzufangen, wenn ich wieder mal sterbe. Das ist schlecht. Ihr kommt vielleicht in die Hölle dafür. Ich hoffe, ihr wisst das, Regie. Ich weiß genau, wer da sitzt, Paul. So. Wie kann ich das jetzt irgendwie... Kann ich da nicht was schieben? Hm. Ich kann hier leider auch nichts machen mit meiner Wolle. Und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich da drüber komme. Soll ich es probieren? Eigentlich müsste ich ja den ziehen können, aber ich drücke den Button und es passiert nichts. Ich gehe nochmal hoch. Vielleicht hat er ja noch irgendwie was übersehen. Nee, auch nicht. Das ist quasi der Checkpoint. Ah, ich dachte, dass meine geballte Power hier ausreicht, um das loszueisen, aber nee. Warum kann ich das nicht nehmen? Das ist irgendwie ungewöhnlich. Ach, ich ertrink da doch. Ich will da gar nicht hin. Na gut, ich versuch's. Nicht sterben! Ja, nee! Ah. Und schon wieder gesprungen. Oh, jetzt liegen sie ein bisschen anders. Toll wäre, wenn die Wolle unter den Steinen wäre. Auf den Ast. Okay, das werde ich auch gleich mal probieren. Das ist eine sehr gute Idee gewesen. Vielen Dank. Sehr, sehr gute Idee. Okay, jetzt nehme ich an, muss ich irgendwie die Steine... Oder soll ich... Nee, okay, da muss ich einfach nur... Ich dachte, man muss noch was mit den Steinen machen, aber ich glaube, es reicht schon hier. Auf
diese Art. Ist ja nur ein ganz kleiner Fluss hier. Ein kleines Bächle. Na, ich will den... Okay, muss ich doch einmal festhaken noch. Nee, das hat so nicht funktioniert. Ich muss ihn ans Ufer irgendwie kriegen. Oh, ihr widerlichen... Ah, so. Ist ein bisschen neblig und schwer zu sehen, wo man ins Wasser fällt. Ah, super. Oh nein! Mein Freund, das Holz. Brauche ich. Komm her. Woody. Nein, 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 nein. Okay, das geht nicht. Vielleicht muss ich hier wirklich ziehen. Ah. Ah, beinahe. Jetzt will ich es runterschieben. Aber es geht irgendwie nicht. Garn wieder los. Ah, okay. Und rein. Wie so ein Schiffgang. Oh, ihr Mücken, ihr macht mich fertig. Das ist ja widerlich. Da guckt man nicht mal gerne zu. Ja, ha, ha. Keiner sagt was. Einfach plötzlich. Und jetzt gucke ich rein in den Chat. Los bitten, los bitten. Ja, es ist tatsächlich schwierig, wenn man 20 Sekunden Delay hat. Aber trotzdem danke wirklich, dass ihr mir helft. War nur ein bisschen zu spät. Oh, jetzt muss ich es aber wahrscheinlich gleich wieder anbinden, dass es nicht untergeht. Oder muss ich einfach nur schnell springen? Ich versuch's mal mit schnell springen. Und zwar jetzt. Ja, das war die Lösung. Wir haben noch 3 Minuten. Ich glaube, das schaffen wir noch. Wenn nicht noch ein kniffliges Rätsel kommt oder irgendjemand völlig ohne eigenes Verschulden in einen See fällt. Ah, das ist super. Ich will da hoch. Ich will das Garn. Ne? Oh nein, das ist ja fies. Seht ihr das? Da reicht es nicht. Okay, jetzt muss man ein bisschen um... nicht kommen. Ich versuche doch schon, es hier so dir einigermaßen recht zu machen. Ja gut, ist wahrscheinlich einfacher, wenn man von vorne anfangen. Ich habe einfach zu viel Garn verschwendet. Okay, machen wir hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon reicht. Man sieht schon die Knoten, diese letzten Knoten, die er hat. Ah, wirklich, es geht nicht. Dann muss ich wohl... Nein, ich will das einsammeln. Dann muss ich wohl links... das schaffe ich nicht. Muss ich mir links eine Sprungmöglichkeit schaffen. Okay, mach ich so. Ein kleiner Trick von denen wahrscheinlich. Wollte mir einreden, dass ich das so machen muss, aber dabei geht es wahrscheinlich so. Okay, jetzt schwinge ich mich rüber. Oh, 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 nein, 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 Wasser, Wasser, mein Todfeind! Nein! Na gut. Ah, das kann ja nicht lang dauern. Geht ja schnell. Festgebunden. Und hochgeschaukelt. Oh, das ist ja ärgerlich. Ja, komm, ertrink doch. Du hast es auch verdient. Du hast dich überhaupt keine, hast dir keine Mühe gegeben. Du hast es nicht mal versucht. Okay. Machen wir es einfach mal so. So könnte es auch funktionieren.
Und zwar ist das, glaube ich, sogar einfacher. Ich glaube sogar, das ist so gedacht. Ich glaube, das ist das Rätsels Lösung. Ja, da sehen wir nämlich noch gar keine Punkte an dem Garn. Das heißt, wir sind noch nicht am Ende. Das heißt, wir können noch weiter. Ja, das war's doch hier wieder. Okay. Was genau bewirkt das nochmal? Okay, eine Wippe. Ich binde es mal fest, damit ich es jetzt gleich hier unten festbinden kann. Aber vorher muss ich es, glaube ich, noch ziehen. Oh, wir kommen wohl doch nicht mehr ganz zum Ende, aber ich glaube, wir sind schon relativ weit in diesem Level. Du sollst es hier festbinden. Ja, jetzt. So vielleicht. Nee, so nicht? Okay. Hm. Der Hebel ist ja auch noch da. Ist gar kein Hebel. Ich fange jetzt einfach an, Sachen miteinander zu verbinden. Das ist mein Leben jetzt. Okay, nochmal gucken, ob ich da nicht einfach hoch kann. Naja, wir kommen leider hier nicht mehr weiter, obwohl ich glaube, dass hier rechts schon das Ende schlummert. Wir sind aber auch... Ich finde, wir sind weit gekommen. Wir haben eigentlich ein bisschen was gemacht, ne? So wirklich meckern kann man nicht. Ich könnte jetzt hier nochmal versuchen, mich hochzuschwingen. Vielleicht schaffe ich das noch. 10 Sekunden. Okay, Simon. Weiter darf ich nicht wegen der GEMA. Komm! Gib alles! Ja! Ja, du geile Schokoschnitte! Simon Kretschmer, ein Mann vieler Gelegenheiten. Ja, das war's jetzt. Jetzt muss auch wirklich Schluss gemacht werden. Wir haben 7. Es wird heute noch gechat-duellt. Ihr werdet gebraucht, also seid bitte dran und bleibt dabei und gleich geht's los in einer Stunde. Bis dann.